Miau und willkommen zu Let's Play Nier Automata, ein Spiel, das ich bis jetzt noch nicht gespielt habe und das mir sehr empfohlen wurde und quasi auch mitfinanziert wurde von dem Tomatentoaster. Danke dafür, du Sack. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal ein neues Spiel. Und ja, ich wollte das Spiel sowieso gerne mal spielen. Dieses Spiel unterstützt kein... Ja, genau. Man muss erst das Tutorial durchspielen, bevor man überhaupt speichern kann, soweit ich weiß. Ich habe eigentlich schon mal 42 Minuten aufgenommen, aber da dachte sich Elgato so, nö. Und hat einfach nichts aufgenommen. Sehr schön. So, mein Benutzername ist weiterhin Spielkatze. Fertig. Ja, Spielkatze beginnen. Schwierigkeitsgrad normal. Ich bin übrigens... Obwohl mir das extra gesagt wurde, dass ich aufpassen soll, im Tutorial-Level gestorben. Tut mir leid. Aber wenn man da stirbt, muss man sowieso alles nochmal von vorne machen. Deswegen ist das jetzt auch kein... Everything that lives is designed to end. Deswegen ist es auch kein großes Ding. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. No! 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Wollte gerade sagen, wieso können die denen nicht ausweichen, wenn es vorher schon sichtbar ist, wo es lang schießt? Die sind blöd. Also es macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt aufgenommen wurde oder nicht, der erste Teil. Weil ich ja eh alles von vorne machen muss. Also daher... Okay, wir können jetzt schießen. Na, oh, jetzt bin ich da gerade noch fast reingeflogen. Ich beschwere mich darüber, wie dumm die Gegner eigentlich sind. Okay, man kann jetzt ausweichen. Mit R2 kann man ausweichen. So, gut, schön. Ich muss die Steuerung erstmal wieder hinkriegen, weil... Ja, das verstehe ich nicht. Man sieht doch schon, dass der da lang schießt. Warum bleibst du einfach da? Die sind doch dumm im Kopf. Meine Mitmenschen da. Oder mit was weiß ich. Bis hierhin hatte ich irgendwie noch Angst, dass das Spiel irgendwie ein Space-Shooter ist. Und kein richtiges JRPG. Aber es ändert sich noch. Es ändert sich noch. Permission granted. Okay. So. So. Jetzt sind wir ein Hightech-Transformer und können hier um uns schießen. Sehr schön. Ich dachte eigentlich jetzt... Und wir können immer noch ausweichen, genau. Warum weichst du nicht einfach aus? Jetzt bin ich ganz alleine. 2B to Operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Okay, wenn ich mich recht entsinne, da kommt jetzt so eine Art Hindernisparcours. Und hier ist eine Tür oder so, wo ich erst Angst hatte, dass man da gegenknallt, aber irgendwie nicht. Warum bin ich da gerade hängen geblieben? Das macht ja keinen Sinn.
Na, nein, ich will jetzt nicht schon hier sterben. Das wäre ja erbärmlich. Das habe ich ja beim ersten Mal schon richtig hingekriegt. Warum sollte ich dann jetzt dabei versagen? Gut. Immer schön durch die Mitte. Das ging eben eigentlich ganz gut. Und eigentlich dauerhaft die Schießentaste gedrückt halten. Man hat ja unendlich Munition, wie es aussieht. Das ist ja ganz gut. Und man kann die gegnerischen Kugeln auch zerschießen. Diese... Ich habe ja beim Tomatentoaster auch das alte Nier geguckt. Also das... Beziehungsweise das, was einfach nur Nier heißt, ne? Und nicht Nier Automata ist. Da gab es diese Kugeln auch schon. Die sind ihren Kugeln treu geblieben, scheinbar. Weg hier. Gut. Nein, ihr stört. Hört auf zu stören. Ihr seid Störenfried, das will ich nicht. Störenfried ist auch ein komisches Wort übrigens. Finde ich. Nein! So, ich bin beim... Ein bisschen habe ich das, dass ich das erste Mal beim Spielen gestorben bin, auch zu verdanken dem Umstand. Dass ich nicht wusste, wie man Items einsetzt. Und ich dachte, man kann gar keine Items benutzen. So. Hör auf, dich umzuspinnen. So, das war's. Blödes Ding. Okay. Ich lebe noch, das ist die Hauptsache. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Bewegung. Ja, jetzt kommen so Gegner. Die machen alle die... Okay, ich kann jetzt gerade erst nur normale, leichte Angriffe machen und schwere Angriffe. Und sie machen die Windmühle. Das ist der krasseste Dance-Move aller Zeiten. Der Moshpit ist real. Hört auf, die Windmühle zu machen. Ich wollte nicht in den Moshpit. So, war's das? Nein, war es natürlich nicht. Okay, die Dinger, die sind tatsächlich im Nahkampf ganz gut zu besiegen, weil die sich da nicht mehr wehren können. Ich sollte auf meine Leben aufpassen. Man kann deren Kugeln auch mit dem Schwert zerschlagen. Deswegen einfach immer draufhauen und mich bloß nicht von den Kugeln treffen lassen. Ich hätte gern wieder ein Level up, damit ich mich heilen kann. Okay. Gut, vor dem einen. Da kann ich doch einfach nur drauf schießen, oder? Und dann wieder weggehen. Der ist lahmarschig, also kann man das ganz gut machen. Und jetzt ist er umgekippt. Guck nur, wie er versucht, wieder aufzustehen. Einfach erbärmlich. Okay. Jetzt kommt das erste Mal ein Bosskampf. Meine Leben sehen gar nicht mal so geil aus. So, dieser Attacke weiß ich immer nicht, wie ich der ausweichen soll. Ich hau einfach mal weiter drauf mit dem hier. Das geht eigentlich ganz gut, dem auszuweichen. Gott. Die Kugeln, von denen kann man irgendwie gar nicht getroffen werden, von dem habe ich das Gefühl. Gott. Nein! Das funktioniert nicht. Toasty. Die Ausweichentaste zu spammen funktioniert nicht. Programm-Download complete.
L1, Pod-Programm benutzen. Was auch immer das macht. Es ist, glaube ich, einfach nur ziemlich stark. Und hat einen Cooldown. Geh kaputt. Ich mag dich nicht. So, draufhauen. Hau drauf, solange es noch geht. Oh, okay, man kann dem tatsächlich auch ausweichen. Wenn man in die richtige Ecke verschwindet. So, jetzt geh kaputt, du blöde Maschine. Okay. Na, dem kann man noch ganz einfach ausweichen eigentlich. So, es ist fast kaputt. Fast ist es kaputt. Und hau drauf. Jetzt mach's fertig. War's das? Ja. Wow. Hoffentlich hört man das nicht. Dass mein Controller die ganze Zeit vibriert. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. Neue Stufe, das heißt auch voll geheilt. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. Okay, also wir werden jetzt hier zu Fuß weitergehen, während er für uns die Gegend auskundschaftet. So, das wollte ich gar nicht. Gut, das Programm coolt jetzt ein bisschen down. Hier war ich erst voll verwirrt, wo ich überhaupt lang muss. Weil ich da hinten einfach eine Brücke übersehen habe irgendwo, wo es eigentlich voll offensichtlich war, dass es da lang geht. Das ist eigentlich ganz einfach jetzt gerade, weil jetzt haben wir die Zielerfassung. Ich finde das schon deutlich angenehmer als vorhin mit dem selbst zielen müssen. Das Item, was ist das? Okay. 20 Gold oder Kupfererz, je nachdem, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nämlich nur noch, dass ich das beim letzten Mal, beim ersten Versuch, als ich das aufnehmen wollte, nicht einsammeln konnte, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Das wollte ich nicht. Ich will das Ding hier durch die Gegend ballern. Da ist ein Item. Du bist Eisenerz, 10 Gold. Du bist rostiger Klumpen. Rostiger Klumpen. Ich mag rostige Klumpen. Dann schieße ich echt erstmal dich an. Du kommst mir nicht nah genug, um die Windmühle zu machen. Das glaub mir mal. Und du bist gleich als nächster dran. Die Windmühle kannst du dir abschminken. Ich bin kein Fan der Windmühle. So. Da kam zwar eben schon das Ding und hat die Mega-Windmühle gemacht, aber das fand ich auch nicht gut. Warte, ich kann ihn doch von hier einfach schon abschießen, oder? Ja gut, da kommen jetzt gerade eine Menge Kugeln, aber guck mal, das ist doch ganz nett. So kann ich gar nicht getroffen werden, weil die alle in einer Reihe schießen und ich die Kugeln jedes Mal kaputt machen kann. Tja, ich bin intelligent. Ich bin echt intelligent. Da seht ihr mal, was für einen intelligenten Kater ihr hier vor euch habt. So, jetzt ging's, glaube ich, hier hoch weiter, ne? Genau. Und ich weiß noch, dass es irgendwann einen Weg wieder zurück gab. 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Okay, da haben wir jetzt eine Karte. Ich weiß noch, dass es irgendwann irgendwo einen Weg zurück gab und ich den gegangen bin und dann bin ich wieder fast am Anfang des Levels gelandet und das hat mich unglaublich viel Zeit gekostet. Den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Hoffentlich.
Letztes Mal bin ich hier einfach lang gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will den eigentlich anschießen. Jetzt will ich den anschießen. Ha! Ich kann bei diesem Projekt teilweise einfach überhaupt nicht reden. Ne? Ich mag mein Commentary teilweise überhaupt nicht. Ganz einfach, weil ich mich hier so auf dieses Spiel konzentrieren muss. Nur um nicht drauf zu gehen. Und ich habe keinen Bock, im Prolog zu sterben nochmal. Ich weiß nicht, ob das vielleicht später besser wird, weil ich da dann wenigstens speichern kann. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich diesmal wenigstens so weit komme, bis man speichern kann und nicht sterbe. Man kann scheinbar Items einsetzen, ich weiß aber immer noch nicht wie. Vielleicht habe ich das auch einfach verpasst zwischendurch. So, sind das alles Windmühlen? Okay, das sind alles Windmühlen. Da brauche ich die einfach nur auf Distanz halten und kann im Kreis laufen und die sind eigentlich voll ungefährlich. Die können einem eigentlich überhaupt nichts, wenn man die ganze Zeit einfach nur im Kreis um die rumläuft und die nicht so nahe kommen lässt. Das habe ich schon rausgefunden bei meinem ersten Spielen. Und jetzt kommen gleich ganz viele, glaube ich, wieder mit Kugelschießer. Genau, gleich ganz viele Kugelschießer kommen jetzt. Einfach immer in Bewegung bleiben, lautet das Motto. Niemals stehen bleiben, weil sonst wird man getroffen. Was ist das eigentlich für eine fliegende Lampe, die wir dabei haben? Okay, bis jetzt mache ich das doch ganz gut, oder? Wie schlage ich mich, ja? Kein Schaden bis jetzt hier in diesem Kampf. Das funktioniert doch wunderbar, aber das ist wahrscheinlich auch keine Schwierigkeit, hier keinen Schaden zu kriegen, glaube ich. Dafür verkacke ich dann wieder bei dem Bossgegner total, da bei dieser Kreissäge. Da war meine Performance echt nicht gut bei der Kreissäge eben. Weil ich es immer noch nicht hingekriegt habe, dem einen Angriff auszuweichen. Ich glaube, das war's, ne? Jetzt können wir weitergehen. Letztes Mal beim ersten Durchspielen bin ich einfach wieder zurück rausgegangen. Was ist hier? Achso, das ist die Brücke, genau. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. 2B it is. Okay, das hier ist die Brücke, wo man später wieder zurückgehen kann. Und die Brücke, wo ich auch später zurückgegangen war bei der ersten Aufnahme und wieder zum Anfang zurückgelaufen war. Es war nicht so toll, aber die Kiste hier, die habe ich auch, die ist ganz böse direkt hinter der Tür versteckt. Da sind 1000 Gold drin gewesen. Ich weiß nicht, ob das viel ist, weil ich bis jetzt noch nicht so weit gekommen bin, dass man die irgendwie hätte einsetzen können. Dafür war ich nicht gut genug, um so weit zu kommen. Aber ich hoffe, diesmal komme ich ein bisschen weiter und dann... Ich glaube, ich ziehe das hier... Bis zu dem Part hier ziehe ich so lange durch, bis ich da angekommen bin, wo ich letztes Mal gestorben bin. Auf jeden Fall. So, und jetzt du. Immer schön springen zwischendurch. Das ist eine gute Ausweichmethode. Was bringt das eigentlich hier? Ach, das ist Gold. Diese Zahnräder sind alle Gold, wenn man die einsammelt. Okay. Defekter Schlüssel erhalten. Braucht man das für irgendwas, defekter Schlüssel? Kristall erhalten. Ich schieße erstmal hier in die Richtung. Gut. Weil der will mich hier mit Kugeln abschießen. Hier ist allerdings eine Leiter nach oben. Die nehme ich einfach mal. Und dann geht es hier auch noch weiter hoch, ne? Ja. Gut. Na! Windmühlen! Sie machen die Windmühle! So, Windmühlen. Ich will keine Windmühle. Ich springe jetzt einfach immer im Kreis. Immer wieder drüber. Schießen. Ja, ja. Versuch nur, deine Windmühle zu machen. Dieser Moshpit gehört mir. Gut. Haben wir das geklärt, ne? Mach die Kiste bitte auf.
kleine Erholung erhalten. Ja, davon werde ich genug brauchen. So, hier unten wäre ich hochgekommen, glaube ich. Genau, von da unten wäre ich hochgekommen. Ich habe hier schon so fliegende Dinger gerade gesehen. Die sind aber... Da sind sie. Hä, wo flog denn gerade diese eine Kugel lang? Was habe ich gerade gemacht? Bin ich gerade irgendwie... So. Der Auszug da ist blockiert, also da kann ich sowieso nicht lang. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Noch ein kleiner Fun Fact, als ich das erste Mal hier war, habe ich diese Tür nicht gesehen und habe hier mindestens 10 Minuten oder so drin rumgelaufen, um zu suchen, wo ich hin muss. Okay. Das war schon irgendwie eine peinliche Leistung. Wirklich sehr, sehr peinlich. Ich hoffe, das passiert mir jetzt im Laufe der Aufnahme nicht nochmal. Oder der Aufnahmen an sich, die zu diesem Spiel noch kommen werden. Ich hoffe, dass das nicht allzu häufig passiert. Okay. Fangen wir mal an. Mit diesem kleinen Spaß hier. Dieser kleine Spaß... Der funktioniert eigentlich ganz gut. Immer schön einen nach dem anderen anvisieren und schießen. Und den Kugeln ausweichen, das geht eigentlich auch. Momentan geht es noch ganz gut. Ich weiß nicht, wie es später im Spiel wird. Wahrscheinlich ist da Kugel-Overload oder so. Ach, guck mal, die Windmühlen. Die Windmühlengegner, die können eigentlich nicht wirklich was. Aber da ist ein Vetter mit bei. Den mag ich nicht. Geh bitte weg, Fettsack. Der hat ein anderes Bewegungsmuster als die Windmühlen. Aber jetzt ist er umgefallen. Ha, wie so ein kleines Baby versucht er wieder aufzustehen. Ich bin voll arrogant eigentlich in diesem Spiel, ne? Ich bin richtig arrogant. Und hier war irgendwie noch was, genau. Ich konnte mich noch dran erinnern. Da ist eine Kiste, die habe ich nicht aufgekriegt beim ersten Versuch. Das sind zwei Kisten, eine davon habe ich nicht aufgekriegt beim ersten Versuch. Und, ja. Vielleicht, ich habe hier eben so einen defekten Schlüssel gefunden, vielleicht bringt die mich ja jetzt weiter, aber scheinbar nicht. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Na dann. Vielleicht ist die auch nur im New Game Plus oder sowas erhältlich, ich weiß es nicht. Und hier war die besagte Brücke, bei der ich zurückgegangen bin. Ich lasse die jetzt mal runter. Damit würden wir jetzt theoretisch zurück zum Anfang gehen können. Aber... ja, aber... aber Käsekuchen. Aber Käsekuchen. Da kommen wir nicht... da will ich nicht wieder hin. Weil es bringt ja irgendwie nichts, zurück zum Anfang zu bringen. Und ich weiß auch nicht, warum man da zum Anfang wieder kann, weil... eigentlich muss man da, glaube ich, nicht hin, oder? It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Ja, gut. Das glaube ich auch, wenn ich das so sehe, wie diese Windmühlengegner die Windmühle ständig machen, glaube ich auch, dass die keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Kommt her und traut euch, ihr Windmühlis! Ja, ich muss eigentlich wirklich, das ist hier wirklich bei den Gegnern so, man muss einmal einfach nur im Kreis rennen und dann, man rennt einfach die ganze Zeit im Kreis, versucht die nicht zu nahe kommen zu lassen. Und dann geht das auch. Zwischendurch mal ein bisschen springen. Jetzt ist der Gegner, den ich anvisiert habe, kaputt. Man muss dann einfach immer nur dran denken, den nächsten Gegner anzuvisieren. Damit man schön auch im Kreis um die rum watscheln kann. Und eigentlich macht das gar keine großen Probleme. Zack, zack. Bis jetzt finde ich das Spiel eigentlich ganz cool.
ich finde nur teilweise diese Bossgegner, die finde ich ein bisschen komisch. Gut, man kann also nicht nach unten schießen scheinbar, weil sobald man irgendwie springt, schießt der nicht mehr auf den Gegner. Kann ja auch hier erstmal in Sicherheit gehen, weil auf die Container kommen sie, glaube ich, nicht drauf, warum auch immer diese Container hier in erster Linie überhaupt gelandet sind. Ich glaube, ich könnte jetzt auch, glaube ich, einfach weitergehen, ohne diese Gegner hier zu besiegen, aber ich will ja die Erfahrungspunkte haben. Ich will ja die Erfahrung haben. Nachher ist das noch ein wichtiges Level-Up oder so, was ich brauche. Das wäre nicht verkehrt, das zu haben. Und die Gegner hier machen ja auch keine Schwierigkeiten. Deswegen sind das eigentlich geschenkte Punkte. So. Defekter Schlüssel erhalten. Was soll ich mit diesen ganzen defekten Schlüssel? Kann man die irgendwo reparieren? Und dann kann man solche Kisten aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. So. Attacke, ihr Windmühlis. Hat er gerade versucht, die Windmühle zu machen? Ich bin gerade ernsthaft erwischt worden von so einer Kugel, der mal voll leicht ausweichen konnte. Gut, das POD-Programm, das drücke ich teilweise aus Versehen, weil ich eigentlich die Anvisieren-Taste drücken will. Die sind nebeneinander direkt. Oh, hätte das Fallschaden gegeben, wenn man da jetzt runtergefallen wäre? Einmal bitte einsammeln, Kristall erhalten. Hier ist zu, ne? Okay. Ich glaube, das ist der Fahrstuhl, wo wir vorher schon mal waren, ne? Der von der anderen Seite auch schon blockiert war. Yo, ich weiß noch, diese Bulletproof-Gegner sind, glaube ich, gar nicht viel schlimmer als die normalen Gegner. Und so Bulletproof sind die gar nicht, wenn man einfach immer drumherum hüpft. Das geht eigentlich genauso wie bei den anderen. Nur, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis einer down geht. Bis jetzt muss man hier die Taktik noch nicht ändern. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gedacht ist, aber man kann es machen. Eigentlich sollten die ja bulletproof sein, aber die sind halt nur von einer Seite bulletproof, glaube ich. Und sobald man von irgendeiner anderen Seite kommt, haben die trotzdem noch, verlieren die genauso viel Leben. Das ist echt so, dass ich hier teilweise Gegnern, die ich nicht anvisiere, mehr Schaden mit den Angriffen mache, als denen, den ich tatsächlich anvisiere. Komm. Ich will ganz gerne den einen da, der schon fast kaputt ist, kaputt machen. Der Stufe, die sind alle Stufe 2. Ich wollte gerade sagen, der Stufe 2 ist, da wo Stufe 2 drüber steht. Aber da steht einfach bei allen drüber. Okay. Jetzt sind nur noch 3 übrig. Das geht eigentlich ganz gut. Das geht ganz gut. Ich habe gerade... So, jetzt nur noch einer da. Den kriege ich auch noch kaputt. Hör auf, die Windmühle zu machen. Hör einfach auf damit. Windmühle ist nicht cool, weißt du? So, die Dinger hingegen. Okay. Zwei auf einmal. Eigentlich dachte ich hier eigentlich, ich mach's lieber so, dass ich nur einen von denen auf einmal bekämpfen muss. Komm, den zuerst. Der ist schon fast kaputt. Weil die sprinten, die haben so einen Sprintangriff irgendwie scheinbar. Aber das müsste es jetzt gewesen sein. Aber jetzt kommen nochmal... Okay. Okay, ich erinnere mich, es kommen nochmal Gegner, die schießen mit Kugeln. Gut. Das kriege ich aber hin, das ist... Ach Mann, ich muss endlich aufhören zu sagen, das kriege ich hin. Weil das sage ich so oft, wenn mir einfach nichts Besseres einfällt. Aber es stimmt doch, ich krieg's hin. Ich glaube, jetzt kommen aber nochmal welche, ja, von der anderen Seite.
Aber das geht eigentlich auch easy. Es war auch peinlich, dass ich eben Schaden bekommen habe. Das war echt peinlich. Weil eigentlich ist das hier an der Stelle echt nicht schwer. Das Spiel. Schwieriger wird es erst noch. So, jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten. Ja, aber das geht ganz einfach. Man kann hier auch über die Kugeln ja rüberspringen und sie wegschießen. Schon sind wir nur noch auf einer Seite, werden wir nur noch von einer Seite angefeuert. Nicht im positiven Sinne von Jubel oder sowas, nein. Wirklich mit Feuer und so, aber es ist kein Feuer, es sind dunkle Kugeln. Gut. Das war's. So, wie benutzt man jetzt eine Erholung? Ah, okay, verwenden. Man geht einfach nach unten und drückt... Gut, das wurde mir nämlich, glaube ich, nicht erklärt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Gut. Warte mal, von hier bin ich... Ich bin schon wieder zurückgelaufen, von hier bin ich gekommen. Es passiert mir doch immer wieder. Es passiert mir immer wieder. So. Und hier... I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they... I don't know, moved it somewhere? Okay, unser Ziel ist nicht hier. Noch nicht. Die Musik hört auf. Ja, die Musik hört auf. Das ist kein gutes Zeichen. Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Okay. Und das ist eine kleine Erholung. Eine mittlere und eine kleine. Sehr schön. Und hier gibt es Bäume und Vögel. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich schön hier, dieser Ausblick. Ich mag sowas. Ich mag sowas. Und hier, das sieht schon nach einer Boss-Stage aus und... Spoiler, es ist eine Boss-Stage. Und Spoiler, beim letzten Mal bin ich hier gestorben und Spoiler, das wird mir wahrscheinlich nochmal passieren. Ich hoffe es zwar nicht, aber... Ich denke schon. Und davor habe ich Angst. Weil dann muss ich nochmal den gesamten Prolog spielen. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab das als schwierig empfunden. Tut mir leid, Toasty. Ich hab das als schwierig empfunden. Let's go. Aber bevor wir uns dem stellen, was da noch kommen wird, sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Nier Automata. Bis dann, Leute. Ciao.